Der linksradikale Protest gegen die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ist zeitweilig aus dem Ruder gelaufen. Hunderte Klimaaktivisten brachen aus dem zuvor geordneten Demonstrationszug aus und stürmten plötzlich in den Wald. Die Polizei versuchte, einzelne Demonstranten festzusetzen und Beweismaterial zu sichern. Die Gegner der Gigafactory haben zu Aktionstagen aufgerufen, um gegen den Autobauer vorzugehen. Mit ihrem Protest wehren sie sich gegen die geplante Erweiterung des Werks in Grünheide. Aus Grünheide zugeschaltet ist meine Kollegin Philippa Vögeding. Philippa, hat die Polizei denn die Lage inzwischen halbwegs unter Kontrolle? Man kann schon sagen, dass die Lage mehr unter Kontrolle ist als zumindest heute Vormittag, Mittag. Da haben wir ja gerade die Bilder gesehen, die wirklich sehr aggressiv waren. Also so ist die Lage hier nicht mehr. Inzwischen sind hier viel mehr Sitzblockaden, die man jetzt auch gerade hier hinter mir hören kann. Wir sehen hier, dass die Demonstranten sich auf dem Boden festgeklebt hatten. Also etwas, das wir schon kennen, was auch die Polizei schon kennen dürfte von den Fridays for Future Protestanten, von den Demonstranten. Und jetzt versuchen sie eben, sie von der Straße wegzubekommen, teilweise sie auch voneinander zu lösen, denn sie haben sich auch aneinander festgeklebt. Und am Ende ist natürlich das Ziel, hier auch diese Tipi-Konstruktion abbauen zu können. Und die Person, die dort oben hängt, am Ende auch unversehrt und unverletzt von dieser Konstruktion wegzuholen. Also wir merken, die Lage ist zwar ruhiger als heute Mittag, aber so richtig beruhigt ist sie noch nicht. Und hier sind sehr viele Beamten im Einsatz, auch Beamten aus ganz Deutschland. Sie haben hier Unterstützung bekommen, auch von anderen Bundesländern, auch von der Bundespolizei. Und so richtig können sie noch nicht sagen, ob es jetzt noch mal zu solchen Ausschreitungen wie heute Mittag kommen wird. Das konnten sie mir noch nicht genau sagen. Sie haben da auch keine Glaskugel, so waren die Worte. Aber man hofft natürlich, dass das alles hier etwas friedlicher gelöst werden kann, als das jetzt heute Mittag oder heute Vormittag der Fall war. Wir sehen hier jetzt gerade, dass hier diskutiert wird. Man versucht es also noch auf verbalem Wege, bevor man das dann wirklich mit etwas mehr Körperkraft lösen muss. Und tatsächlich muss man sagen, dass nicht mehr ganz so viele Demonstranten hier sind, wie das heute Mittag der Fall war. Also es sind auch schon wieder einige abgereist, denn inzwischen ist auch die Zugverbindung hier wieder hergestellt. Vorher war es so, dass zum Beispiel die Verbindung zwischen Berlin und Frankfurt oder nicht mehr gefahren werden konnte, weil sich auch Demonstranten auf die Gleise gesetzt hatten. Ich würde noch mal kurz auf die Situation heute Mittag eingehen. Da war es tatsächlich so, dass es zunächst recht friedlich war. Dann wurden sie aufgefordert, die Vermummung abzunehmen. Und dann war es so, dass eben überraschenderweise ein paar von ihnen in den Wald stürmten, in Richtung Tesla-Gelände. Und da musste die Polizei dann wirklich versuchen, diese ganze Situation zu kontrollieren, sowohl die Demonstranten auf der Straße weiterhin im Auge zu haben, aber auch die, die sich in Richtung Tesla-Gelände auf den Weg gemacht haben. Philippa, vielen Dank für deinen Bericht zu den Protesten gegen einen Elektroautobauer. Das muss man ja auch dazu sagen. Dankeschön.